Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Path of Exile hier aus dem Game Studio. Mein Name ist Master Schröder, bei uns ist der Thompson und wir sind jetzt gerade wieder unten und... Servus. Also da mal Ruhe reinzukriegen, das ist wie... ein Sack. Soll ein bisschen Action sein. Ja, aber nee, also was ist hier, was ist das denn hier? Patronenhaut. Ach, Gott schön. Das ist ja nicht nett, wenn man da auf eine Matrosenhaut jetzt guckt. So, wir sind hier wieder unten in den Kavernen oder wie auch immer das hier heißt. Und versuchen hier mal weiterzukommen. Dann müssen wir uns die Sirenen widersetzen. Hoppala! Danke. Hab ich jetzt nicht erwartet. Dass ich jetzt mit meinem Level abkriege, aber. Achso, da ist auch nichts hier. Wo ist das denn hier? Warum ist da eine Truhe? Was machst du denn da? Den Plätzchen, mein neuer Zauber. Hm. Alles klar. Blitzdingsen. Blitze Blitz. Ja, kann man ja mal machen. Ah, das ist ja auch eine sehr jämmerliche Sackgasse hier. So. Wo waren wir denn jetzt schon überall? Haben wir denn jetzt alles abgegrast, was so unten kommt? Oder nicht, nur nicht ganz so? Ich glaube, es geht ja nach oben bloß. Weiter. Naja, hier ganz unten haben wir auch noch ein bisschen was. Ja. Lass uns da mal hinlaufen. Das auch noch mal ganz kurz zu erkunden. Kann ja nicht viel sein, was da ist. Ne, ist noch nicht mehr viel. Ein paar Geister sind hier noch. So. Bauen wir die Dinger höher. Jo, ist das mal. Wie viel von den Köpfen kannst du denn da machen? 20. Okay. Aber die halten nur so kurze Zeit. Hm. Okay. Ja, so ein Schädel hält ja auch nicht unbedingt lange. Ja. Mir ist so kalt, ich bin so allein. Also jetzt, das war der Zorn, das ist die Wut. Kommen wir da hoch, oder? Ja, lass mal gucken, was da oben noch ist. Ich hab nichts mehr. Ja, irgendein Endboss oder so hätte ich ja schon ganz gerne noch irgendwo mal gesehen. Ah, ich glaube, da ist so ein Transporter, das ist... Ach, Jemine, da auch noch wieder. Oh, das ist ein bisschen was Größeres hier jetzt. This is my house. Jetzt müssen wir mal durch. So, und ich hier wieder drin um die heiligen Toten. Au. Die Panzerstiefel hochwertig, das musst du nicht glauben. Ja, ich denke, ich hab's nur ein bisschen besser. Ja, macht ja nicht die Sache, wo ich das jetzt schon gesehen habe. Okay. Überleg die ganze Sache ein bisschen noch. Ich mache jetzt drin erstmal, dass wir die nicht mehr heilen können. Ich bin gleich tot. Ja, jetzt wieder ganz gut auf der Lebensbalken. Oh, ich brauche einen Bot, der die Maustaste bedient. So, ein Kompositbogen, das könnte was für mich sein. Was bist du denn hier? Komm mal her. Hillock. Noch einer hier. Ohne Fahrschein. Mann, ist aus. Ah. Hab ich selten, dass ein Mann aus ist. Hate the dog! So, da ist ein geschützter Zauberstab. Nehmen wir mal den Kompositbogen hier hinten. Gucken wir drauf, erfordert. Ringpanzerstiefel. Nice. Ja, hab ich doch gesagt, die liegen da rum. Gucken wir, ob da was Schönes bei ist. So, dann nehmen wir das hier noch mit. Könnte man noch mitnehmen. Großes was bringt eigentlich die Qualität?
Umso qualitativer, desto höher die Grundstats quasi. Okay. Oh, der bringt 410 Leben wieder. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht, die müssen wir identifizieren. Da ist schon wieder ein Stadtportal aufgemacht. Ich muss die unbedingt irgendwo anders hinlegen, nebeneinander. Wollen ja Blödsinn. Ach, das ist ein größeres Lebensfäschchen. Oh, okay. Alles klar. So. Schaden zu, plus 7 Treffergenauigkeit. 13 zu Geschick, maximales Leben. Nee, dann nehme ich lieber das Geschick. Ah, der ist aber ungünstig verbunden. Der Bogen ist nicht schön. Nicht schön verbunden, hat aber ordentlich Schaden. Eine Stufe freigelassener Bogen geben. Schon wieder fast. Fügt 7 bis den Kälteschaden hinzu. Es ist eigentlich, der ist echt nicht schlecht für mich, ne? Aber die sind echt schlecht verbunden und. Ja, der Zauberstab ist eigentlich auch gut, aber irgendwie meiner eine Spur besser. Er lernt die Minimalwerte ein bisschen höher. Einen Kompositboden bin mir nicht. Im Standardangriff macht er 62 und der andere macht einen Standardangriff 38. Also der macht einen Standardangriff schon wesentlich mehr Schaden. Aber ich kann halt eben nicht mehr das Durchbohren sockeln mit. Das ist ein bisschen was mich denn. Und dass du so auf ein anderes Ding das wechselst. 23 Info. Achso, deswegen geht das nicht mehr. So. Ausnehmen. Ich kann ihn nicht mehr verwenden. Was meinst du? Hast du andere Sachen, wo das Platz hat? Das Durchbohren? Ja, aber das muss ich ja mit an der. Das muss ja unterstützen, das muss ja verbunden sein, das Durchbohren. Ja, nur andere, wo es halt passt. Nee. Leider nicht. Also hier muss ich mal ein paar Sachen verkaufen. Ja. Nehmen wir das Eisgeschoss mal damit rein und dann gucken wir mal. 68 Schaden. Unverbunden mit irgendwas. Ah, 86 Schaden, ja. So, und der hat 52, so mehr Schaden mache ich auf jeden Fall. Ah, das würde da drauf passen. Muss ich meinen Dreispitz schon wieder austauschen? Aber da könnte ich es. Da könnte ich es auf jeden Fall drauf tun. Eisschaden, gehen wir mal da drauf. 85. 88,8. Ja gut, das würde ich so schon. Das Durchbohren hätte ich ganz gerne. Muss ich noch den, dann kann ich den. Puff, ja, hier kann ich den Stoff tun, Alter. Alles klar. Naja, wenn es um Schaden ankommt, aber dann kämpfe ich immer nur gegen einen. Das ist, so kann ich wenigstens die dahinter gleich noch mit weghauen. Und dann nehmen wir hier noch ein bisschen Zeug mit, dann gehen wir einmal kurz nach oben. Ja, ich bin einfach zu müde, glaube ich schon, dass ich da. Weil ich mich da immer wieder verklicke. Klick. Und so eine Seidenweste sieht ja auch lustig aus. Welcome. So, Gegenstände verkaufen.
so ein schöner Langbogen, der hat zwar alles richtig schön verbunden, aber... Nee, weg damit. Farewell. Legen wir uns mal in die Kiste. Habe ich schon 3 Mützen in der Kiste liegen hier. So, Lebensfläschchen. Dann haben wir... Das Zeug noch. So, und dann habe ich ja noch diesen blauen hier, den ich dann einpappen kann. So. Habe ich denn hier noch irgendwas? Pfeilregen. Das ist was Einzelnes. Zack. Man hat nicht viel Schaden, gut unterstützend können wir das eh nicht machen. So, und haben wir noch irgendwas Aktives? Phantombogen, das ist Unterstützung. Was macht eigentlich so ein Phantombogenschütze, wenn ich den dazu pappe? Das ist der Eisring 88. Wenn ich jetzt den Phantombogenschützen nehme, wo ist er denn hinkommen? Hat er immer noch 85,3. Nehmen wir erstmal runter. Leichenexplosion. Ich weiß auch nicht, das klingt auch nicht gesund, ne? Ja. 2-Fachschlag, Nahkampf. Okay, das ist was. Projektile Bogenfächer, Pfeilfächer. Nehmen wir den dann mit rein. Dann nehmen wir QW. Ach Gott, was ich da alles hin jetzt, dann kann ich ja ein bisschen mehr Sachen spammen. Ja, ich finde das schon mal nicht schlecht. Das geht schon. Das ist schon. Ein Kompositbogen ist, glaube ich, so das nächste, was ich dann mit einer anständigen. Welcome. Anständigen. Sockelung oder sowas brauche. Aber am besten wären so 3, 4 gelbe, die miteinander verbunden sind. Farewell. Würde ich da richtig was drauflegen. Na gut. So, bist du schon wieder unten? Noch nicht. Gleich. So. Warte mich. Ja, schön. Bin drüben. Dann komm ich auch. So. Wo sind meine Zombies? Weiß ich nicht. Musst du wieder herzaubern, oder? Nee, es sind ja keine Leichen. Ach, du brauchst Leichen, um deine Zombies zu kriegen? Ja. Achso, ja gut, dann müssen wir ein paar Leichen erstellen. Oh, jetzt ist der Pfeilring da drauf gekommen. Da sollte eigentlich das Eisgeschoss drauf. Warte mal. Eisgeschoss. Pfeilring. So. Wo müssen wir denn überhaupt hin jetzt? Ah, jetzt müssen wir ja da oben rein, oder nicht? In die komische andere Höhle. Ich schaff da gar nicht 20 von denen zu erzeugen. Ja, musst du mal ein bisschen schneller werden. Komm mit. Ja, wenn ich gedrückt halt, geht's nicht. Lass uns mal in die Kaverne der Wut gehen. Ah, ich habe noch einen Punkt, den ich vergeben kann. Das wollte ich auch noch gucken. Na ja, gut. Machen wir eine Pause. Jetzt habe ich eindeutig zu viele Tasten, die ich drücken muss. Ganz schön mit diese Blitze. Die ritzeln so schön, ne? Davon nur noch die Tasten gedrückt halten. Oh, hier ist ein...
Die Fangzähne, der Verdorbene. Wollte ich mir so fallen lassen. Was ist denn für eine? Oh, ich bin noch ein widerlicher Schlund. Oh. Oh, Stufe 17 ist gefett. Danke. Waren die Schuhe nur eigentlich was für dich? Hast du die genommen, ja, oder? Alter, was hier rumgezaubert wird. Also der neue Zauber, den ich habe, ist geil. Hat sich ausgeteilt, jetzt länger zu schauen. Peng, peng, peng. Sieht gut aus. One hit. Müsste man im, hier in dem Sockel-Shop mal nachgucken bei ihr, ob ich da vielleicht ein paar Dinge finde, die ich brauchen kann. Oh. Woher hast du das? Von dieser komischen Dings hier, von diesem Teich, der hier ist. Wird aber gleich auf. 33 Sekunden noch. Ich hab gar nicht gedacht, dass du das auch kriegst. Macht denn ja wahnsinnig. Was macht denn ja wahnsinnig? Zauberst du da schon wieder deine Zombies ran? Und hier sind Türchen. War ein großes oder ein größeres Mana-Fläschchen? Größeres. Schön. Hinter dir verfunkelt ein Häufchen oder was? Oh, da ist ein Versteck. Wollen wir da rein? Ja, wir waren unten noch nicht. Da war wieder so, ein, so eine Festung. Alles klar. Hier geht's eh weiter. Ja, ich guck gerade, was das so rum ist. Achso. Ich hab hier schon was begonnen. Jojo, ich seh schon, ich seh schon, ich bin da. Ich mach hier schon meine Tür kaputt. No more deals. Just good, clean violence. Geschnitzter Zauberstab, ist gut. Wo ist denn hier? Oh. Cage match. Ja. Hoppala. You're a smart one, Exile. Ich darf mir schon nicht mehr rum durchlesen, was hier rumliegt. Achso, sorry. Oh. Da, der Zauberstab. Der ist gut. Ja, siehst du, aber so die toten Taschen voll. Größeres Mana-Fläschchen nehme ich mal mit. Ist das noch ein Bernstein-Amulett? Da ist noch irgendwas. Ja, bin dabei. So. Essen Tier nicht. So, dann nehme ich mal einfach mal aus.
Ich brauche mal Öchen, was kriege ich hier? Das ist ja schlimmer als mit. Kenne ich noch einen? Ich habe mir, also, wo ich damals immer mit Dings hier zusammengespielt habe, mit Thomas immer zusammengespielt habe. Das ist. Ewigkeiten musste man wegen ihm zurück, weil er sein Inventar voll hatte. Hat aber auch dann, egal wo was zu looten war, kämpfen eigentlich statt looten, 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 looten. Oh. Mann, 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 Mann. Dann loot dich erst. Hier ist ein Quarzzepter. Ne, so muss aus dem Einerstrand kommen, das brauchst du nicht, ne? Nee. Eines Mana-Fläschchen, wie kommt das denn hierher? Nicht identifiziert. Drei Füllungen wieder hierher, wenn ein kritischer Treffer erleidet. Jetzt nicht so doll. Brauchst du ein größeres Mana-Fläschchen? Vielleicht kannst du mitnehmen zum Verheizen. Ne, ich habe gefragt, ob du es brauchst. Mitnehmen zum Verheizen kannst du alleine. Nee, danke. Ach, entschuldigt. Es gibt. So. Wo bist du denn überhaupt? Achso, du rotierst wahrscheinlich noch stundenlang jetzt das Inventar durch, ne? Willst du die nicht mitnehmen, die Handschuhe, oder was? Doch. Ich suche irgendwas anderes, was ich mitnehme. Was ist denn ein Stilett? Achso, das ist ja auch wieder Science, okay. Hackenpfeilköcher. Hm. Holzspalter. Irgendwelche Viecher, die komische Geräusche machen hier die ganze Zeit. Bin ich. Hm. Also du kannst natürlich auch ein. Was ist denn das hier? Kann ich nicht durchlaufen? Ein Ding zu machen, ne? Ein Portal kannst du dir natürlich auch aufmachen. Ja. Wenn du Bock hast dazu. Ich glaube, ich schau mir mal diese Samthandschuhe an. Ja, guck mal an. Naja. Und das Socke länger. Nee, oder? Weiß nicht. Denkgeschick, 8 Intelligenz, 5 Leben. Aber die Socke länger ist nicht so gut. Nee. So, dann haben wir doch jetzt hier alles, oder? Ganz da hinten ist noch was, was nicht entdeckt ist, und ganz da unten ist noch irgendwas, was nicht entdeckt ist. Naja, gucken wir mal hin da. Na, hier haben wir schon ordentlich rumgeschlachtet. Unsichtbar. Ja, das habe ich auch schon öfter gesehen. Das ist wahrscheinlich das mit den Sirenen oder sowas, keine Ahnung. So, Folge ist aber zu Ende. Mach mal da. Abmoderieren. Ja, dann. War das eine Folge Path of Exile hier ist aus dem Studio? Mein Name ist Master Schröder, bei uns war der Thompson. Wollen wir da oben nochmal. Upsala, jetzt bin ich verlaufen. Wollen wir da oben nochmal rein? Willst du da nochmal ein Stadtportal aufmachen, den Rest wegholen oder? Lass dir die Digital da drauf. Brauchen wir erstmal nicht. Ja, hier ist auch nichts mehr, ne? Okay. Hier ist nichts mehr. Ich würde sagen, sonst gehen wir nämlich weiter in dieses komische Dings rein da. Er sagt jetzt, willst du holen oder willst du nicht holen? Nee, lass mal. Gut. Wo müssen wir denn da lang? Wieder hochholen. Hier durch. Jetzt bin ich wieder dran vorbeigelaufen im Durchgang. So. Und ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig drauf freuen, uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss. Servus. Ja,